Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, grüß Gott, ich bin CoralPR100, der mit der Zahlen dran. Wo sind wir denn hier? The Walking Dead ist ein ganz neues Spiel, Indie, kennen viele nicht, deswegen spiele ich das jetzt mal, um es bekannter zu machen. Komme ich mal auf die Urfrage zurück, warum sind wir hier? Ganz einfach, weil ich dieses Spiel schon immer spielen wollte und einfach keine Zeit dazu hatte. Und ihr glaubt gar nicht, wie schwer es ist, bei der Flut an Let's Plays, die es zu diesem Spiel gibt und auch an den ein oder anderen qualitativ hochwertigen Let's Plays, die es davon gibt, da einfach dran vorbeizugucken, die ganze Zeit einfach in dieser zu bändigenden Hoffnung bzw. Überzeugung, nee, das spielst du noch, nicht gucken, da willst du noch spielen, so. Und wenn Steam Summer Sale ist und das Komplettpaket lumpige 6 halbtote Mäuse kostet, dann greife ich dazu. Da muss ich gar nicht länger nachdenken. The Walking Dead, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, das spielen wir jetzt. Das spiele ich einfach mit euch zusammen. Was gibt es zu dem Let's Play zu sagen, das ich euch hier machen will? Zwei Dinge. Ich habe schon mal angefangen mit der Aufnahme, habe dann aber gemerkt, dass das Checkpoint-System in diesem Spiel richtig scheiße ist. Habe quasi nach einem Part dann gedacht, beziehungsweise nach einem bestimmten Part, habe ich mir gedacht, so, jetzt machst du mal eine Pause, ne? Hab eine Pause gemacht, gehe wieder ins Spiel und sehe, dass das Spiel tatsächlich den kompletten Abschnitt, eben diesen hier hinten an dieser Scheune, von vorne anfangen will. Das heißt, ich hätte dann nochmal alle Entscheidungen in den ganzen Gesprächen nochmal treffen müssen, damit das alles passt und genauso ist und so weiter und so fort, ist kacke. Deswegen habe ich mir jetzt ein paar Gedanken gemacht, ein paar Tage lang, und bin zu dem Schluss gekommen, das Ding hier werde ich euch so präsentieren, dass es höchstwahrscheinlich nicht unbedingt täglich kommt. Es gibt zwar keine großen Abstände dazwischen, ich werde das auf jeden Fall trotzdem regelmäßig releasen, dafür aber nicht täglich, aber als Entschädigung machen wir eine Stundenfolge. Ist das nicht toll? Da, ich glaube, das probiere ich jetzt einfach mal, wie mir das gefällt, wie ich mich damit organisieren kann. Und ich glaube, das Spiel eignet sich auch recht gut dazu, weil es ja ein sehr Storytelling-intensives Spiel ist. Und mit einer Viertelstunde kann man da, glaube ich, oftmals auch ein bisschen in die Tonne greifen. Deswegen machen wir das eine Stunde lang. The Walking Dead. Alle von euch sollten wissen, worum es hier geht, auf was es basiert und so weiter und so fort. Ich fange jetzt einfach ein neues Spiel an. Das ist, nee, ich glaube, das hier ist die Episode, die ich schon mal angefangen habe. Und da hat das dann nicht so geklappt. Das ist irgendein Testing, glaube ich. Ist doch egal. Wir spielen ein neues Spiel. Ne? Klicke ich auf Spiel. Wir wählen den Standardmodus aus, den brauche ich nämlich. Und ja, wie weit habe ich gespielt? Wie gesagt, bis auf diesen Bauernhof. Also ich glaube, der insgesamt zweite Abschnitt im ganzen Spiel. Aber es soll uns nicht weiter stören. Ich tue jetzt einfach mal so, als wüsste ich das alles nicht. Wir fangen an mit Episode 1. Ein neuer Tag. The Walking Dead von CoralPR100 für euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Los geht's. Das ist ja cool. Telltale Games präsentiert in Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment Der laufende Tod. Was der Tod wohl dazu sagt, dass es für uns so ein Highlight ist, dass er laufen kann. Episode 1, ein neuer Tag. Ab jetzt werden wir ernst. Stimmung, Roleplay, los geht's. Hi. Auf die Straße. Well, I reckon you didn't do it then. Was? Weißt du, was spielt das eine Rolle? Does it really matter? Was haben wir überhaupt getan? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Von mir nicht. Alles, egal was ich getan habe, ich habe es aus Überzeugung getan. Not for me. Cause guys in your position already said it enough. Ja. I followed your case a little bit. You being a making boy and all. Bist du also auch aus Macon? You're from Macon, then. Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s.
I always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in, with all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Be advised, medical personnel in route to Hartsfield, very intense 20 coming in. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? Woher weißt du von meiner Frau? You want to know how I see it? Nein. Not really. Too bad. It's my car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. No. Wie gut. Drecksau. Regardless, could be you just married the wrong woman. Geht sich überhaupt nichts an. In der Stadt muss ja voll Party sein, wa? Can I help you? Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. Mm-hmm. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Danke. Vielen Dank. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Ja, vielleicht war es ja nicht, huh? Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. Huh. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Okay, tut mir leid. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing than a was bit more was hilarious was das denn? If I do say so. What's out? This other time... Ich sah noch, guck auf die Straße, old man. Gut, wenigstens hält jetzt die Klappe. Oh, das klingt nicht gut. Das klingt nach Mahlzeit für die werten Zombies hier. Dem Krach nach zu urteilen, gehe ich davon aus, der hat jetzt seine Pumpe genommen und hat die noch geleert, damit wir ja keine Waffe zur Selbstverteidigung haben. Aber wir leben. Wir leben. Thirsty. Au. Oh shit. Hey! Hey officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Oh, oh! Komm schon! Tritt! Nochmal! Verdammt stabile Scheibe, hey! I need to drag myself out that window. Okay, 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 kriegen wir hin. Witz 2. Yes. Muss ich nur zu helfen wissen? Mann, das ging ja schon wieder alles hier in die Binsen. Ich mag's, wenn's in Spielen gleich in die Binsen geht. Hat man wenigstens gleich ein Ziel. Au. Oh Mann, den ganz böse hergestellt zu uns. W-Taste vorwärts, um dich dem Auto entlang zu dönsen. Hm. Old man. Oh Mann. Oh, was? Oh, da liegt seine Pumpgun. Quiek, quiek,
Quick. Ja, schon. Pumpgun. Hier die Pumpgun. Dude. Looks empty. It'll be easier to carry with these cuffs off. Was ist denn bitte so schwer daran, das Gewehr in die Hand zu nehmen, obwohl du Handschellen hast? Was ist hier vorne? Gewehrpatron. Oh! Sehr schön. Nimm sie. Yes! Super toll, super toll, super lecker. Okay, ich gehe mal nicht davon aus, der will ja das Gewehr nicht nehmen, solange. Hat er vielleicht die Schlüssel für die Handschellen noch? Officer? Officer? Sind Sie... Geht es Ihnen gut? Können Sie laufen? Da ist der Schlüssel. Okay, ich werde jetzt ein bisschen ernster werden. Handschellen aufschließen. Ja. Großartig. Oh, der beißt mir jetzt gleich meinen ersten Finger ab. Und zack. Ach, Gott sei Dank. Okay, hier. Aufschließen. Jetzt. Hier. Oh, oh. Officer. Ich doch. Gottes Willen. Der hat einen Schwung drauf. Oh yeah, benutzen Sie die S-Taste, um zu flüchten. Ich flüchte. What in the hell? Officer. Du hast die Pumpgun. Ich hab die Patrone, ich hab die Patrone, ich nehm die Pumpgun. Yes, der kommt selbst drauf, oh Gott sei Dank. Nein! Du Dreck. Patrone. Rein jetzt. Ich will dich nicht erschießen, Mann. Ich will dich nicht erschießen, Mann. Ah. Man wäre dumm, wenn man dich nicht erschießen würde. Alle in den Horrorfilmen, die immer nicht erschießen wollen, sind dumm. Zombies müssen tot sein. Obwohl sie schon tot sind, quasi. His skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? Hey, da oben! Help! Das ist das Mädchen, ne? Hier, Clementine. There's been a shooting! Hä? Böse? Oh mein Gott! Genau. Oh. Der stolpert über den Toten, ohne Witz. Sieh bloß zu. Okay, wir haben es geschafft. Das ist schön. Oh Gott, sind da... Ach nee, die sind auf der anderen Seite. Wollte ich gerade sagen, stehen die alle hinter uns schon, oder was? Himmel. Werden die Holzbretter sehen. Haben wir geschossen? Da wird sehr viel geschossen. Was ist los? Sie gehen wieder. Hui. Das ist ja intens hier gleich von Anfang an. Halleluja. Hello. Anybody? Sieht nicht so aus. Oh, ich kann tatsächlich laufen. Was ist da? Was? Tesavi. Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Säufer. Oh, da. No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Ja, über den Zaun kannst du auch klettern. Du wirst doch wohl mit dem Reifen und so. Help! Schrei doch nicht so, die hören dich. Mann. Willst du schon zusammenarbeiten hier? Wer auch immer du bist. Hallo? Das ist der Pool. Maybe I'll just go for a dip. Das ist völlig sinnlos, Trottel. Vielleicht kann ich in das Haus rein. Ja, genau, da ist Tür. Tür. Tür.
Vielleicht können wir das Haus... Ich hoffe, da ist keiner drin. I wonder if anybody's home. Hello? Anybody home? I need a little help. Mhm. Oh ja, jetzt haben wir die nächste Option zum Aufmachen. So. Coming in. Don't shoot, okay? Du hast nicht mal eine Antwort erhalten, ob keiner schießt. Was ist, wenn jetzt einer auf dich schießt? Hello? I'm not an intruder. Or one of them. Oh, das Blut. These people may need more help than I do. Okay, eins nach dem anderen. Jetzt gucken wir uns hier mal um. Malbuch. Hier waren also Kinder. Okay, mir geht nicht. Hier ist was. It's fake. Damn. Ah. Oh, da ist was. Warte mal, hier. Furniture overturned, blood everywhere. Jesus. Du hast vollkommen recht. Was finden wir denn hier noch alles? Oh, schon. God. A kid lived here. Ja, das habe ich an dem Malbuch schon gesehen. Oder ein jung gebliebener Erwachsener halt. This whole neighborhood is deserted. What the hell? Also, damit sowas hier passiert, müssen schon relativ große Sachen passiert sein, wie du das nicht mitgekriegt hast. Na gut, er war anscheinend im Gefängnis. Er ist ja in ein anderes Gefängnis verlegt worden, oder? Cable's out. What? Cable's out. Okay. Okay, da piept auf jeden Fall der Anrufbeantworter. Zu dem gehen wir jetzt mal. Obwohl ich mich eigentlich gern noch in der Küche umschauen will. Ich glaube, der Anrufbeantworter setzt hier irgendwas fort. Das will ich nicht. Blut, da ist einfach Blut. Na! Ja, ich hab's ja verstanden. Kann man nur ausrutschen auf Blut, Junge. Mann, aber hier sind blutige Fußspuren. Irgendjemand war hier... Oh, ganz viel Zeug. Ein Becher Wasser und er trinkt ihn einfach. Mann. Okay, eine Schublade, da liegt irgendeine Box drin. This place has been ransacked. Okay. Just about anything worthwhile is gone. Eine Strecke. Oh, ein Walkie-Talkie. Hallo? Okay, man nimmt das Walkie-Talkie und schaut ein bisschen blöd in der Gegend rum. Was haben wir hier noch? Auch wieder bloß komische Boxen, die sehen nicht so aus, als kann man sie mitnehmen. Und eine leere Schublade. Und Kühlschrank. The Marsh House. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Okay. Können die Note also nicht lesen, interpretiere ich daraus. Sonst gibt's sie auch nichts zum Angucken, rutscht nicht wieder aus. Okay, Blut. Jesus. Nun gut, wir gehen jetzt mal zu dem Anrufbeantworter. Hör mal, was da so drauf ist. Three new messages. Okay. Message 1, left at 5:43 p.m. Hey, Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Das ist Clementines Haus. Message 2. Left at 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Oh, shit. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. Das ist 911. We love you. We love you. We love you. Damn. Und das war wohl das Ende von Clementines Eltern. Daddy? Was? Huh?
Hello? You need to be quiet. Okay. Wer ist da? Ich glaube, nee, das ist bestimmt Clementine. Bist du okay? Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Dauert noch ein bisschen. Schlechte Nachrichten. Aber sie sind an einem besseren Ort. Wie alt bist du? How old are you? Gleich mal die Fronten klären können hier. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay. Wo sind deine... wie heißt du? Geh mir mal sicher, dass sie es ist. I'm Clementine. Ja. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Wo sind deine Eltern? Hello? Did they get you? I'm sorry. I'm here. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Und wo bist du jetzt? Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? Yep. I can see you through the window. Hi. Was? Oh Gottes Willen! Kuh? Was ist ein Kuh für eine Taste, Mann? Oh, wo kommen die her, Mann? Sicherlich nochmal auf dem Blut ausrutschen, du Volltrottel, Nappgimp. Hab ich irgendwas zum Werfen oder so? Nee. Achso, ich kann sie kicken. Achso. Na, geh weg jetzt! Nicht einen derben Hammer dabei, oder? Oh, Kuh, wieso denn Kuh? So eine Scheiße. Alles klar, alles klar. Gib mir den Hammer. Und jetzt. Jawohl. Und nochmal. Und nochmal. Blödes. Stirb! Siehst du aus wie E.T. Bloß hässlicher. Hässliches. Man. Hi there. Did you kill it? Yep. Yes. It's okay. I think she was a monster. I think so too. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while. Ja, das dachte ich mir gerade. Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Wir, weiß ich, müssten mich ein bisschen erholen. Deswegen wäre es schön, wenn wir hier warten, kurz, und dann abends ziehen wir los, wa? We need to get out of this neighborhood. It's not safe. We're less likely to be seen if we move at night. My parents might come home. We won't go far. We'll try to find shelter and come back here with others. That sounds good. We can hide in my treehouse until then. It'll be a tough climb. Wir könnten auch hier drin bleiben. That's a good idea. Let's go. Stay close to me. Okay. Oh, es ist schon soweit. Situation geklärt, wir haben Clementine gefunden. Ist nicht unsympathisch, bis jetzt zumindest. Now let's stay quiet. We'll head out to the front yard and follow the road out of the neighborhood. Okay. It'll be okay. Stay near me. And we'll move as fast as we can. Ach Gott, das kleine Mädchen will mir ja nur beschützen. Okay, hat sie gesagt. Okay, wir sind jetzt offiziell zu zweit. Wir humpeln immer noch natürlich. Unsere Wunde könnte sich natürlich horrend infizieren. Und uns letzten Endes zum Verhängnis... Ach, da hinten. Da hinten ist das Tor. Zum Verhängnis werden, aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an, mal nicht alleine zu sein hier. Ich muss gerade... Hab ja gerade so ein bisschen... versteht er? Last of Us Feeling? Aber gut, schauen wir mal. Ach, die ging ja einfach auf. Das ist ja auch angenehm.
Oh, weiter geht's, Clementine. I found the bastard! Are we going to die? Nein! Quatsch! No, I'm sure we're fine. Mensch, armes Mädchen! Stay down! Georgia State Patrol! Dude, he won't listen to that! I'll come quietly! There's a little girl here! Oh Gott! Mann, nimm das Klo runter, ey. Neither of us are. Wait, why'd you say you'd come quietly? You're the law, you know? You don't mess with that. Verdammt wenig Zeit für die Antwort. Oh, shit. I'm sorry about that. My name's Sean. Sean Green. Hi, Sean. This is Andre. Officer Mitchell. Did you see any of those things? One of them just got our buddy Chet. Viele im Wald. I saw a lot in the forest, but that was a while ago. Yeah, one we're looking for is still in the neighborhood. Oh shit, you hurt your leg pretty bad. Look, help us find the thing that got our buddy, and we'll take you and your daughter down to my dad's farm to safety. He should be able to fix your leg up too. I'm not a dad. Ich bin, ihr Babysitter. Her Babysitter. Out of town. Sean hält dich jetzt für Babysitter. Let's get a move on. We just were. Brauch kein Babysitter. Oh shit. It's Chad. Let's go. Get to my car. Ja, gut, den letzten beißen halt die Hunde. Ich kann mir schon denken, warum sie ihn erwischt hat. Dude. Ach, schieß ihn doch einfach tot. Also noch toter halt als jetzt. Nein. Er fährt ihn noch nicht um. Ich sehe schon, wir haben es auch diesmal wieder nicht mit Profis zu tun. Alle Leute in solchen Situationen sind immer das erste Mal in so einer Situation. Ich glaube, wenn das heutzutage passieren würde, würde die Hälfte der Bevölkerung sagen können, habe ich im Film und in Videospielen schon gesehen. Das wird überhaupt kein Problem. Nee, die bringen uns in eine geheime Versuchsbasis. Say hi to your dad for me. Yeah. I'm sorry, Sean. Chet was a good dude. One of the best. Take care of you two. Danke fürs Fahren. Mach's gut. Pass auf dich auf. Thank God you're okay. Oh, ein Haufen I was Rednecks worried to be here. Bad here too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I ran into Andre outside of Atlanta, and, Chet, he got killed. No, you're kidding. Yeah. Those things got him. Dad, I don't know what's going on. I'm sorry, Sean. You've brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter, then? Oh, not his daughter. He's the babysitter. Honey, do you know this man? Yes. Vielen Dank. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Okay, du bist also hier der Chief of Decision Making, wie ich sehe. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Ja, wäre super, wenn du es desinfizieren könntest, ne? Ist nicht so schlimm. It's not too bad. Ein bisschen stark sein für Clementine. Huh? What did you say your name was? I didn't. Well, now's the time. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Tag, Herschel. How'd this happen? I fell, trying to get away from one of those things. That's so. What type of danger has the girl seen? Reichlich, eigentlich. Sind wir mal ehrlich, wir sind ehrlich. The kind there's a lot of.
She had a few lonely days with nothing but the dead keeping her company. I still just can't imagine it. Consider yourself lucky. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. What's up? Clementine. Hasse solche Leute. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. But what happened to your friend? Maybe that's not a bad idea. Okay, wir scheinen in Sicherheit untergekommen zu sein. It smells like... Manure. Manure? Like when a horse plops? Just like that. When a horse plops. Oh, I missed my mom and dad. Oh, tut mir leid. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Sorry. Ach, okay, die Kleine tut mir leid. Oh, oh. I love you, baby. Yay. Endlich ein bisschen Rast. Hey, get up. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Und ich bin der Babysitter. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence! There's a tractor and everything! Oh my god. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Duck. Duck? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. Oh Gott, ich mag ihn schon vom Hingucken. Word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Vielleicht. Maybe. We'll see how things shake out with this Herschel guy. Good luck with that. He's a hard ass. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. Also der Große ist mir irgendwie sympathisch. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Okay. Mach keine Dummheiten, Clementine. Wir müssen hier als Team arbeiten. Oh, wir können da hingehen. Hey there, girls. Ihr seht ja voll entspannt aus. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, how's that? It's easy. Well, yeah. Yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? Und was machst du sonst so? So, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale, like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. Mm-hmm. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. Ich mein Fehler. Yeah, my mistake. We'll all be home soon. Und wie warst du in der Stadt? How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help and we just
past people, over some, just... It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things we... the things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Vorher war es eigentlich auch scheiße. Things were bad before. Bad now, but they're different, you see? People are eating each other. But they weren't before. The banks, the politics, the crap. Those things are gone. Hell comes in a lot of different colors. Okay, das wollte ich damit jetzt okay, Lee. Nicht ausdrücken, aber ist okay. Komm, wir können mit Clementine auch reden. You having a nice time with Katja Clementine? Yeah. Do you have to go to the bathroom or anything like that? Lee, the young woman can take care of herself. Yeah, okay. Okay, ich gehe ja schon, junge Frauen. Also diese letzte Antwortmöglichkeit, dass er da gleich so ausflippt, puh. Aber gut, das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass wahrscheinlich bei ihm tatsächlich vorher alles beschissen war. Hey, was hast du zu melden? Kenny? Kann ich irgendwie helfen vielleicht? Geht mich zwar nicht aus, aber hey. No, I think I got it. Denke ich mir. Do you need any help? Nö. What do you mean? Well, I mean in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Ja, wird schon gehen, oder? I think I've got it handled okay. Long as I keep her safe, I think I'm doing all right. With those things out there, maybe. Sure, that's enough. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. I'll keep that in mind. Was hast du jetzt vor? Dein Sohn interessiert mich nicht. Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katja wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. Okay. Jo. See ya. Dann, Ausgang, wie es halt mit Ausgang übersetzt wurde. Großes Kino. Gut, schauen wir uns mal hier auf der anderen Seite des Hauses um. Gibt es hier irgendwo Sachen zum Anklicken? Nein, gibt es nicht. Da hinten arbeiten die Leute. Das ist ja schön. Ein Traktor. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the US Farm Bill, though. I'm good. Okay, mit dir will ich mich ein bisschen unterhalten. Hey, Lee. Hi. Kann ich dir helfen vielleicht? Need a hand? That'd be great. If you could cut those 2x to length, that'd sure speed things up. Okay, krieg ich hin. Siehst du, kann ich richtig gut. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. War er so ein Walker? Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. But I think so. It don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, Yeah. Sometimes, it's kill or be killed. I guess. I don't think I'd sleep good after that. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? Ich darauf sage ich jetzt mal nix. Well, whoever they are, wherever they are, I hope they're okay. Danke. Bisschen sympathischer. That's probably all I need cut for now. Thanks. Kein Problem, junger Meister. I'm sorry about your friend. Thanks. I appreciate it, man. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Zufällig habe ich ihn gesehen. Na gut, ich gehe zu deinem Vater. Junge, mach keine Dummheiten da oben. Ich will überhaupt nicht mit dem reden. Irgendwie ist er mir unsympathisch von Sekunde 1 an. So, dann, oh, hier sind wir ja schon. Hallo, großer weiser Schamane.
You should know that if you weren't leaving with Kenny today, I wouldn't stand for your lack of honesty last night. Willst du mich feiern, oder was? I'm not sure I follow. How'd you get out of Atlanta? I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? Keine Familie. No family. I had a beta fish on my desk at the university. I hope someone remembered to feed him. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Yeah. What are you getting at? Can I give you a piece of advice? Nick. What is it? I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. Oh, and I'd start checking the attitude, friend. Oh shit. Oh shit. Ich kann den Typen nicht leiden. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Oh crap! Oh, es war so klar. Siehst du? Das ist die Strafe vom lieben Gott. Kleiner Junge. Ich helf dir, ich helf dir, ich helf dir. Komm schon. Komm schon! Komm schon! Nein! Oh, komm schon, Mann! Alter! Eddie! Komm schon! Oh, Mann! Fuck! Das wollte ich nicht. I'm okay, Pop. I'm okay. I can fix you, don't worry. We'll stitch you up. It almost got me, man. Lee tried to save me. I know, son. Oh, scheiße, Mann. Wieso hast du mir nicht geholfen, du Arschmützen? Ey, wir hatten schon noch ein Käppi auf heutzutage, Mann. Get out. Und zwar flott, du Arschloch. Get the fuck out of here! I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. You tried to help him, but this piece of shit let him die. You can't blame Kenny. Hell, I can't. You watch your back. We can kill his your daughter and you need his help. Please. Just go. Get out and never come back. Oh, Alter, wir sind keine Freunde. Mützenträger. Got that ride to Macon if you want it.
Wenn du mich nicht anredest, dann können wir das gerne machen. Scheiße, ich wollte ihn... Ah! Kacke! Na. Well, this is as far as we're going. And it's far enough. Wo sind wir bitte hier? Macon. Mm-hmm. Look! Hey there! You friendly? Trucks run out of gas. Okay, die haben kein Benzin für uns. Junge, du bringst uns in eine schwierige Situation nach der anderen. Nimm den Jungen! Nimm den Jungen! Verdammt! Okay. Na Gott sei Dank. We can't take risks like this. And we can't just let people die either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. We don't know who these people are. It could be dangerous. Worse, they could have let them right to us. We have kids with us. I see one little girl. Was, wo ist der Junge? What is it? I have to pee. I'd go out there again in a second. In a minute, Clem. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them then. You'll have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. Carly and Glenn just ran out there. I don't give a flying fuck. We're in a war zone. She's not wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate it. Now let's settle down. Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. Was, der wurde... Shit. We let one in, you stupid shits. We have to end this now. Was? Over my dead body, we'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in, and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out, or smash his head in. Kenny, stop him! Hey, what do we do about this guy? Wieso muss ich jetzt helfen? It's just a boy. It's... Lily, I'll handle this. But your heart, Dad. You need to calm down. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Everyone chill the fuck out! Nobody is doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us, and they will get in here. And none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten! That's how you turn! He's not bitten. Please stop this. It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. Dad, you get it. It's a big deal. What if this was your daughter? Never would have happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, Cat. Just worry about Duck. Lee! Yeah? There's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, once she's dead, he'll probably pounce on your little girl. She'll turn fast. And then, there'll be three. And that boy is the ballgame. Then we deal with it then. But right now, we're just freaking everybody out. Then get ready to deal with it, because that boy is bitten. It's not gonna happen. It is. And we're tossing him out now! No! You don't touch that boy! You don't touch anybody! I've got a little girl I'm trying to protect in here, too.
You want to get violent, you old fuck? Well, come on! You better have a plan to kill me, though, because it's me before anyone else in here! Puss! Oh my god! Nein! Jesus! Ich dreh durch, Mann! Wieso bin ich hingefallen? Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix. Komm rein, komm rein, komm rein. Komm schon! Du hässliches. Komm schon, komm schon, komm schon! Ich kann nicht schneller drücken! Boah! Krass! Danke, danke. You okay? Ja, heirate mich. Just great, thanks. Guys? Everybody down. Stay quiet. Okay. Ach, guck, wie Angst. Tut mir leid. Is that the military? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and Richie Triggerfinger. That was stupid! That was... Dad! Nee. Herzinfarkt tot, oder was? Was he the one bitten? No, don't be crazy. It's his heart. My pills. Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. What are we looking for? We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. Then I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it, and then loop back, siphoning what I can. You know your way around? Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you? What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you? You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot, and I'd like to keep it that way. Finger von allen. You got it, boss. Now get him those pills. Okay, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich glaube, das war kurz das Signal zum Speichern und ich würde sagen, das ist doch ein hervorragender Moment, um diesen Part zu einem Ende kommen zu lassen. Wir spielen The Walking Dead und ich muss sagen, jetzt gerade diese Szene jetzt hier in diesem Drugstore, wo alles sich überschlagen hat und permanent alle waren anderer Meinung und man muss irgendwelche Entscheidungen treffen, das war richtig, richtig gut gemacht. Also vorher, das war schon auch unterhaltsam, war aber alles ja eher noch eine Standardkost mehr oder weniger, aber das hat jetzt schon so richtig reingedrückt. Wisst ihr, da hat man gar nicht so richtig das Gefühl, man hat eine Wahl, sondern man muss eher unter Druck versuchen, möglichst passend zu entscheiden und manchmal kommt da halt auch nichts Gutes dabei raus. Dabei möglichst charakterlich konsistent zu bleiben, ist auch relativ schwer, aber wahnsinnig unterhaltsam. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen, ihr dürft wieder einschalten. Wir spielen The Walking Dead. Ja, wir sind jetzt hier in einem Drugstore gefangen, müssen Medizin für den alten Mann holen, der da hoffentlich danach ein bisschen verträglicher mit uns umgeht, falls er überhaupt überlebt, bis wir irgendwelche Pillen finden, weil so leicht wird das nicht werden. Ja, mehr gibt's dazu einfach mal nicht zu sagen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst es mich wissen und schaltet wieder ein, wenn ihr Lust habt. Für mich ist das Ganze blind, ab hier auf jeden Fall. Und naja, mal sehen, wie das so wird. Ich bin gespannt. The Walking Dead, ich bin CoalPR100, der mit der Zahl hinten dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.